Ich finde, die Karte haben sie ordentlich ausgenutzt mit vorne und hinten. Finde ich gut, nachdem ich das Prinzip jetzt so verstanden habe. Und wir machen nach Whitechapel. Und hier dürfen wir, also hier müssen wir uns die andere Seite freispielen. Ansonsten können wir uns Hinweis 1, 2 und 3 angucken. Und wir haben noch ein kleines Textchen. So, in Whitechapel angekommen, fragt ihr euch, warum Griffin diesen Ort als sehenswürdig vorgeschlagen hat. Ihr sprecht ihn daraufhin an. Naja, man sollte niemals vergessen, dass die meisten Bewohner dieser Stadt nicht unbeschwert in einer Villa leben. Außerdem gibt es hier hervorragendes Opium bei Fan Li zu kaufen. Und zu guter Letzt sollte man auch niemals die Schattenseiten aus den Augen verlieren. Mit diesen Worten blickt er wehmütig auf ein Ladenschild und verstummt. So, hier hätten wir auf jeden Fall Fan Lis Lucky Dream. Erinnert so ein bisschen an Sherlock Holmes, weil der hat ja auch Opium konsumiert. Okay. Ich würde sagen... Ja gut, wenn der unbedingt in die Opiumhöhle möchte, dann machen wir eins. Gehen und gucken uns das mal an. 1G. Oh Mann, bin ich froh, dass ich diesen Job habe. Mein Leben wäre quasi vorbei, wenn ich ihn nicht mehr hätte. Also geht es nur um den Typen. Und rein kann ich dann wahrscheinlich erst später. Gut. Dann gucken wir uns mal noch die Wetten an bei 2F. Ich bin Buchmacher. Hättet ihr Lust auf eine Wette? Im Crystal Palace steht ein Kunstwerk namens The Secret World. Kauft ruhig ein Eintrittsticket für 4... Soll ich schon Franc sagen? Pfund. So. Könnt ihr mir nämlich später das geheime Wort nennen, das auf dem Kunstwerk geschrieben steht, gehört der Jackpot von 100 Pfund euch. Wenn ihr ein Ticket kaufen möchtet, zerreicht für Geldstücke und schneidet das Ticket auf Seite 28 aus. Wollt ihr das geheime Wort nennen, lest bei 1c weiter. Ihr habt aber nur einen Versuch. Ich würde sagen, das können wir erstmal noch vertagen. Oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen erst in Crystal Palace und dann können wir ja immer noch diese Wettgeschichte machen. Gut, das merken wir uns. Und dann haben wir hier noch 3D. Heiße Kartoffeln, heiße Kartoffeln. Nur ein Pfund, ruft die Frau lautstark in die Straße. Na, ihr da, ihr seht aus, als könntet ihr eine Kartoffel vertragen. Wenn ihr eine heiße Kartoffel kaufen möchtet, zerreißt ein Geldstück und schneidet die Kartoffel auf Seite 28 aus. So. Ich zeige euch mal noch die Optionen. Das sind Seite 28. Das können wir gewinnen. Das sind 100 Pfund. Das ist die heiße Kartoffel. Das heißt, die können wir später mit etwas kombinieren. Und Crystal Palace. Ich dachte aber, kaufe ich da jetzt eine Eintrittskarte oder mache ich die Wette? Wartet kurz nochmal. So, wir brauchen nämlich auch das Geld. Zum Beispiel für 15 Pfund können wir was anderes kriegen. So, aber erstmal Buchmesser. Doch, hier, Eintrittsticket. Wir müssen das Eintrittsticket kaufen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. So. Allerdings muss ich die nicht zerreißen. Ich kann sie quasi einfach aussortieren. Und dann hole ich mir jetzt nämlich erstmal die Eintrittskarte. Ich denke, das ist eine gute Idee. Dann habe ich noch 2 Pfund und ich weiß gar nicht, was ich mit 2 Pfund anfangen kann. Also kann ich mir eigentlich auch die Karte verkaufen. Wollen wir das machen? Und wenn ich die Karte verkaufe, dann kann ich ja auch nur, würde ich sagen, irgendwann ist unser Geld endlich. Geben wir hier noch einen Pfund aus und dann schneiden wir noch die Kartoffeln aus. Was wir haben, haben wir. So, dann habe ich jetzt noch einen Pfund. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall... Oh, das ist ja auch herrlich. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall diesen
Gewinn, damit wir dann später uns diese Dame kaufen können, die vielleicht Informationen für uns hat. Gut. So, und da wir jetzt die Eintrittskarte haben, habe ich sie dann hingelegt, ja. Da wir jetzt die Eintrittskarte haben, würde ich sagen, gehen wir jetzt hier zum... Ich habe zu wenig Platz auf dem Schreibtisch. Oder aber das falsche Filmequipment. So, wir gehen jetzt hier zum Crystal Place, Palace. Auf Seite 16. Jetzt wissen wir auch, warum er den Namen hat. Und den kann ich hier kombinieren mit der Eintrittskarte. Ohne hätte ich gar nicht reingekonnt. So, das ist der bekannte Crystal Palace. Ein eindrucksvolles Gebäude, fast ausschließlich aus Stahl und Glas. Eins der Prachtstücke von London. Ihr kämpft euch gemeinsam mit mit Griffin durch den Regen und die Menschenmassen bis zum Eingang. Nachdem ihr fast 2 Stunden in der Warteschlange verbracht habt, erreicht ihr den Eingang. Habt ihr denn ein Ticket? Ja, das haben wir. So, wir dürfen 3H lesen. So, 3H. Am Eingang geht es diesmal ganz schnell und ihr seid im Innenraum angekommen. Nach nur, übrigens, 4 Pfund sind damals, glaube ich, irre viel Geld gewesen. Nach nur kurzer Zeit Suche findet ihr auch das Kunstwerk The Secret World. Und der Buchmacher, von dem der Buchmacher gesprochen hat, öffnet Seite 17 und tragt diese bei Kunstwerk auf der Tagesseite der Karte ein. Was? Öffnet Seite 17 und tragt diese bei Kunstwerk. Ach so, wo ist denn hier Kunstwerk? Ach hier. Kunstwerk, Seite 17, wenn wir nochmal dorthin zurück wollen. Seht ihr das? Ja. Ich brauche irgendwann mal so ein Stativ, was wirklich so von oben runter gucken kann. Aber ich arbeite dran. So, jetzt müssen wir dieses Rätsel lösen. Eine große Menschenmenge hat sich um das Werk gebildet. Viele Besucher sind in Lumpen gekleidet und haben offenbar ihr letztes Geld für die Chance auf den Hauptgewinn geopfert. Naja. Ihr macht euch flugs daran, die Symbole zu studieren. Das Kunstwerk löst bei euch das Gefühl aus, die Grenze von Raum und Zeit überwinden zu müssen. Das hier sieht ja aus wie dieses M. Und das ist ein G. Oh, was ist der ganze Rest? Die Grenze von Raum und Zeit. Gibt es da hier irgendwo... Aber das ist ja nicht wie bei Christmas, wo man hier irgendwo noch... Was heißt denn Grenzen von Raum und Zeit? Nachtkarte? Nachtkarte? Keine Nachtkarte. Wobei es ja tatsächlich auf Seite 12 den Crystal Palace bei Nacht gibt. Das vielleicht gemeint? So, dann stelle ich euch mal wieder hin. Also grundsätzlich bin ich mir relativ sicher, dass wir das drehen müssen. So, deswegen würde ich ja jetzt einfach schon mal ganz vorsichtig hier ein M drunter schreiben. Das ist das D. Könnt ihr was sehen? Ja, ne? D, das hier ist das G, das Zeichen haben wir nicht, das haben wir auch 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 nicht, das haben wir und das sind wir M. Und dieses Zeichen ist hier nicht vorhanden und dieses Zeichen ist hier nicht vorhanden und dieses Zeichen ist nicht vorhanden. Ich würde mal behaupten, dass ich die einfach nur drehen muss. Kann natürlich sein, dass ich dann auch noch 2 Buchstaben nach links und nach rechts gehen muss. Ach, und hier oben ist tatsächlich auch Tag und Nacht. So, ich würde sagen, Grenzen von Zeit und Raum, dann versuchen wir das jetzt einfach mal bei Nacht. Weil am nächsten Tag können wir ja trotzdem noch hierhin zurück, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil wir müssen ja zurück zu dem Buch machen. So, jetzt drehen wir einfach die Karte um.
So, das hatte ich nämlich vorhin kurz gesehen. Zum Glück habe ich mir die Nachtseite schon angeguckt, dass wir hier auch ein Crystal Palace auf einer anderen Zahl haben. So, mal gucken, wie das aussieht. Achso, jetzt müssen wir uns mal ein Rätsel lösen. Als ihr nachts zum Crystal Palace zurückkehrt, ist dieser verschlossen. Ah, gut, dass Griffin euch den Dietrichbund mitgegeben hat. Damit könnt ihr versuchen, das Schloss am Eingang zu knacken. Die gläserne Eingangstür versperrt nicht einmal den Blick auf das Innere des Schlosses. Nach mehreren Minuten des Verzweifels seid ihr trotzdem kein Stück weiter, da die Dietriche wohl mehr Übung verlangen, als ihr erwartet hattet. Neugierig öffnet ihr den kleinen Beutel, der am selben Bund hängt, und ein zehnteiliger Universalschlüssel kommt zum Vorschein. Jetzt müsst ihr nur noch die richtigen Teile zusammenstecken, damit die kleinen Zylinder das Schloss nicht mehr blockieren und eine durchgehende Linie am oberen Rand des Schlosses entsteht. Was? Wo ist denn mein Dietrich? Der sieht so aus, aber ich glaube, da stand ja nicht, dass wir ihn benutzen müssen. Ich glaube, wir müssen die hier so reinstecken, dass das hinhaut. So, und hier heißt es bestimmt, ich brauche was Höheres und hier wahrscheinlich was Niedriges oder umgekehrt. So, also die 6 können wir ausschließen. Die brauchen wir maximal hier, weil die sind gleich hoch. Die 9 hat hier oben so ein Ding, das bezweifle ich. Die 2 ergäbe Sinn, weil hier hoch, hier niedrig. Und die 4 ist hier hinten so komisch hoch. Ich weiß nicht warum. Was bedeutet das, dass das hier hinten so komisch hoch ist? Das haben wir hier ja mehrmals, ne? Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, wir müssen hier erst hoch und dann müssen wir runter. Und deswegen nehmen wir die 2. So, danach haben wir was Gleichbleibendes. Und am geradesten wäre die 8. Also 2. 8. So, und dann geht es hoch und ein bisschen weniger steil. Das hier vielleicht. Wobei das hier ist ja nun sehr groß. Deswegen haben wir die 2 genommen. Oder? Kann natürlich auch andersrum sein, ne? Dass wir die 5 bräuchten, weil so. Oder die 7, weil hier ist ja tatsächlich der Abstand größer als bei der 2, die wir gewählt haben. So, und hier ist der ja auch nicht so groß. Also vielleicht, aber ich glaube, das. Die müssen ja alle auf einer gleichen Ebene sein. Also muss das hoch. Das muss hoch. Und das heißt, es ist andersrum. Ja, so. Die müssen alle auf eine. Ach, die müssen alle auf eine Ebene. So, aber das macht er komplett hoch. Hup. So, und das muss also nicht so hoch und das muss stark hoch. Also würde ich fast die 5 vorschlagen. 5. So, und dann
Das ist ja quasi schon auf einer guten Ebene und das hier muss dann ein bisschen mehr. Also zum Beispiel die 1. Ja, nehmen wir eine 1, wa? Machen wir 5, 8, 1. Was mir immer noch unklar ist, ist quasi, was mit diesen, weil es dann wieder hoch geht. Weiß ich nicht. 8 ist hoch. Ja, das kommt ja von unten. Das sind so Schrägen drin. Wenn wir also mit der 5 anfangen, dann ist hier so eine kleine Schräge. Also wäre das zweite dann vielleicht nicht die 8, sondern die 6. Das hier könnte auch eine 6 sein. Oder von der 1, nee, von der 5 geht das ein Stück runter, dann die 6. Und die 1 geht dann hoch. Ja, 5, 6, 1 klingt sogar noch ein bisschen logischer. Also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und auf der 1 steht 2 Felder nach rechts, da ist schon mal nichts. Gut, dann versuchen wir es mit der 5, 8, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die 1 sagt immer noch 2 Felder nach rechts. Das ist also beides falsch. Verstehe ich nicht. Ich meine, die muss ja stark nach oben. Wisst ihr wie? Deswegen hat für mich die 5 Sinn ergeben. Ich würde behaupten, die 5 ist richtig. Dass das hier nicht hoch muss, aber das muss stark hoch. So, und die zwei müssen dann aber ein bisschen hoch, wenn sie bis dahin möchten. Wir können natürlich auch die 9 nehmen. So, dann hätten wir immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 9 bis hier unten und 2 nach rechts. Das ist immer noch nicht richtig. So, aber da die gleich hoch sind, muss es entweder die 8, die 9 oder die 6 sein. 9. So. Und von dort aus muss es auf jeden Fall ein bisschen höher sein. Also nehmen wir an, die 6 ist ja so hoch. Dann wäre die 1 gut und dann muss es ja noch ein Stückchen hoch. Wir können natürlich stattdessen auch... Wobei die müssen, sind ja auf derselben Ebene wie das. Wenn ich also die 6 nehme, muss es dann danach wieder auf die Höhe der 6 runter. Was? Also das hier ist, das ist hoch. Und bis dahin soll es wahrscheinlich alles. Deswegen nehmen wir die 5. Das ist quasi die normale Höhe. Bis ganz hoch. Dann nehmen wir die 9. Die 9 erscheint sinnvoll. Und dann geht es in Stückchen runter. Weil das muss auf derselben Höhe wie das sein. Und wenn das die 5 ist, dann muss das ja die Höhe sein. Und wenn das die 9 ist, dann muss das auf diese Höhe. Es kommt runter, dann ist es die 3. So, 5, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, runter und 3 heißt 2 Felder nach links, dann hätten wir 1D. Also 5, 9, 3. Das habe ich gesagt, 1D. Gucken wir mal, ob das richtig ist überhaupt. Auf einmal hört ihr ein leichtes Klicken. Halleluja. Und das Schloss geht auf. Vorsichtig öffnet ihr die quietschende Glastür. Auf Zehenspitzen schleicht ihr euch durch die Ausstellung bis zum Kunstwerk The Secret World. Öffnet Seite 18 und tragt die Zahl auf der Karte ein.
Himmelswillen. Na, Tatsache, wir kriegen hier einen neuen. So, machen wir das Rätsel jetzt noch zu Ende. So, das Kunstwerk ist also hier bei Nacht auf Seite 18. Und wo war es beim anderen auf Seite 17? Ja, sehr gut. Ach, und hier müssen wir dann auch noch eins lösen. Gut. Nehmen wir jetzt erstmal das mit diesem... Wo seid ihr denn? Das mit diesem Kreis ist ein S. Und das wäre also hier und hier. So, und dann brauche ich noch das. Und das wäre quasi... Achso, das habe ich gar nicht geguckt. Das war ein A. A. Und, achso, das ist nochmal ein S. Und das müsste dann das A sein. Und das stimmt doch irgendwie nicht. Die Frage ist auch, warum das hier zum Beispiel dicker ist. Das weiß ich noch nicht. Also hier geht ja dieses D geht ja hier einfach durch, aber die sind gleich dick. Und hier geht es durch, aber das hier ist ein bisschen dicker. Wisst ihr wie? Genauso wie das hier. Na, da ist ja hier vorne dieser Dings von dem A, aber hier ist es dick und hier ist es dick. Wobei es ist immer die linke Seite dicker, vielleicht ist es bloß der Schatten. Mass. Und das ist ein J. Also Mass. J. Sack. DM. Was ist los? Gut. So, jetzt gucken wir noch, was wir hier brauchen. So, die zwei hier unten sind M. M, also ist das hier auch ein M. Das ist ein A. Das ist ein A. Plus 2. Ich glaube, ich muss rechnen. G. Das ist ein S. Das ist auch ein S. Das ist ein J. S. Ist das dasselbe, ja, ne? D. Ist die Verteilung auch exakt gleich? Ja. Und ich glaube, ich muss mir mal kurz das Alphabet aufschreiben. So, ich habe jetzt hier mein Alphabet. Also M wäre die 13. A ist logischerweise 1. S ist die 19. A ist 1, 19, 19. J ist die 10. G ist die 7, D ist die 4, so und M die 13. Gut. So, und jetzt nehme ich mal an, dadurch, dass die ja gekippt sind, muss ich plus 1 rechnen. Einmal kippen ist 1, zweimal kippen ist plus 2. Dieses S ist so, wie es sein soll, ist also eine 19. Dieses S ist... Einmal gekippt, ist also eine 20. Und dieses S ist zweimal gekippt, also ist es eine 21. Gut, dieses Zeichen ist einmal gekippt, ist also eine 11. Haben wir noch irgendwas? Das A war das, ne? Und dieses A ist zweimal gekippt, würde ich sagen, also eine 3 und dieses A ist einmal gekippt, also eine 1. So, dann haben wir hier noch das M.
Das sind diese zwei Büsse unten. Also ist das einmal gekippt, das ist eine 14. Und das ist also zweimal gekippt, das ist eine 15. Dann haben wir das D. Das ist, denke ich mal, einmal gekippt, also ist das eine 5. Und das G. Das ist richtig. Reicht jetzt alle? So, und das addieren wir jetzt einfach mal zusammen und gucken, was passiert. Müsste ja eine dreistellige Zahl bei rauskommen. So, die Zahl wäre 116. Mal gucken, ob man damit was anfangen kann. Also eine 1 und 6 heißt 4 Felder nach unten. 1, 2, 3, 4. Das ist schon mal falsch. Oh, gut. Jetzt muss ich alles nochmal durchzählen. Erstmal, sind es überhaupt die richtigen? Also M war 13. Also eine 1. Es ist 19. J war eine 10, das ist richtig. So, G ist eine 7, G ist eine 4, das ist logisch, und M ist eine 13. Jetzt ist ja nur die Frage, ob das richtig gekippt ist. Hier habe ich schon den ersten Fehler entdeckt. Das ist doch völlig richtig, ja. 13. Also wäre unsere Zahl 115. Das hilft aber noch nicht. So. M war also falsch. 116, 115. Das A ist doch gar nicht richtig. Was habe ich denn hier gemacht? So, die S ist richtig. Das zweite S ist einmal gekippt, genau. Das J ist einmal gekippt, genau. Das ist einmal gekippt, das ist eine 20, völlig falsch gerechnet. Ich weiß nicht, wo hier mein Denkfehler nochmal. So, das A ist zweimal gekippt, das ist eine 3. So, das G. Ich weiß manchmal nicht, was in meinem Kopf vorgeht. Das G ist einmal gekippt. Das ist keine 7, sondern eine 8. Hä? Was habe ich hier getan? Ja. So, das M. Ist doch nur auch nur einmal. Ah ne, das ist zweimal, das stimmt. Okay. Nochmal. Komme ich aber wieder auf 116. Ah! Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Komme ich wieder auf 516. Ach ja, hier hatte 1 zu viel, hier 1 zu wenig. Hier 1 zu viel, hier 1 zu wenig. Ja. Gut, da gucken wir jetzt mal hinten nach. 18. Für 17, 18. So, dann haben wir jetzt drei Hinweise. Ne? Wir können gucken bei Tag, Nacht, beim Dreierschritt und beim Drehen. So, und jetzt kommen wir bei der Tippstufe 1. Müssen wir, glaube ich, die 2 gucken. Bei Tag und Nacht leuchten unterschiedliche Hinweise auf. So, das haben wir schon mal richtig gemacht. Dann Nummer 12, da steht hier, alle leuchtenden Buchstaben sind in Dreierabständen voneinander entfernt. Was? TKU. Obst. Kuchen. Und hier steht bei 22, Thema Drehen. Durch eine 120-Grad-Drehung wird ein A zu einem B-chen. Obstkuchen. Ach so. Die Lösung ist Obstkuchen.
Also, muss ich erstmal gucken. Das ist ja das M. Nee. Das hier ist das M. Und dadurch, dass das MNO. Habe ich wieder falsch gerechnet, ne? Ich habe jetzt das als das Wahre angerechnet. Aber das ist ja das Wahre. Und um von dem M zu dem M zu kommen, muss ich zweimal drehen. Das ist also ein O. Und das O hat eine 15. Wo war denn jetzt schon wieder mein Denk? Also hier, das ist ein Obstkuchen. Ich habe das falsch gedreht, weil ich das als das Wahre angesehen habe und dann geguckt habe, was stimmt hier nicht. Aber das hätte das Wahre sein müssen und ich hätte gucken müssen, was hier nicht stimmt. So, aber hier habe ich ja das zum Beispiel richtig gemacht, ne? Das A hat ein plus 1, sprich eine 2 und das ist dann natürlich das B. Also B ist der zweite Buchstabe dann. So, und beim S habe ich festgestellt, das hat sich nicht bewegt. Das ist also immer noch der 19. Buchstabe, ist also ein S. Und hier habe ich es auch richtig gemacht. Es hat sich eins weiter bewegt und deswegen komme ich zu 120. Und das ist dann natürlich das T. So, und das J hat sich eins weiter bewegt. I, J, K. Das haut, die ist also auch richtig. Also die Zahl hier war, ist die einzige, die jetzt falsch ist, aus irgendwelchen Gründen. So. STU. Und das müsste sich zwei weiter bewegt haben. Und dementsprechend müsste das eine 21 sein. Das C ist richtig. Ja, dritter Buchstabe ist ein C. Das habe ich also richtig gemacht. Da war die Zahl noch falsch. Und statt G ist ein H, also die 8 ist auch richtig, das habe ich auch richtig gemacht. Und nach D folgt ein E und der fünfte Buchstabe ist ein E, das habe ich also auch richtig gemacht. Und Kuchen, das habe ich nicht richtig gemacht, das müsste statt einer 15, müsste es eine 14 sein, MN. Das ist nur ein Buchstabe. Habe ich also irgendwie drei Buchstaben falsch gemacht? Also keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier, wo es da in meinem Gehirn gehakt hat. Das ist halt immer schön, wenn man noch jemanden hat, der mitspielt, weil dann kann dann sagen, was rechnest du hier? Aber dann haben wir jetzt die 118. Auch wenn ich hier alleine mit mir sitze. So, also eins nach in die Richtung, eins in diese Richtung. Und die 8 heißt 4 Felder nach links. Aber das hilft mir doch immer noch nicht weiter. Oh, du Scheiße. S, T. Ja. Ja. Ich habe jetzt alles richtig gerechnet, aber ich komme immer noch nicht zum richtigen Ergebnis. 118. Ein Feld nach rechts, ein Feld nach unten. Und dann vier Felder nach links. Ich habe doch jetzt alles richtig gemacht. Obstkuchen. Ich hab auch die richtigen Zahlen genommen. 15. B ist eine 2, S, ne, T ist der 20. Buchstabe, K ist der 11., U ist der 21., C ist der 3. Ich meine, es war meine eigene Entscheidung, das zusammenzuzählen, aber was soll ich denn sonst machen? Das Rätsel ist jetzt viel zu lang. Also das Video ist jetzt viel zu lang geworden. Das ergibt aber immer noch keinen Sinn. So, H ist der 8., E ist der 5. Und N ist nicht der 15., sondern der 14. Ach doch, ja. 14. habe ich. Und die habe ich genauso zusammengerechnet. Wo ist denn jetzt mein Fehler?
Ich muss gar... Ich muss gar keine Zahl rauskriegen. Ich muss ihm das Lösungswort nennen. Oh Gott. Unfassbar. Ich muss dem Typen das Lösungswort nennen. Ich habe gar keinen Fehler gemacht. Oh, ich beende die Aufnahmesession für heute. Ich schreibe mir das mal noch hin. Wir müssen dem Typen... Nee, das ist ja falsch. Das ist ja bei Nacht. Wir müssen dem Typen morgen früh sagen, Obstkuchen. Das ist das Lösungswort. Alter Schwede. Also, ich glaube, jetzt habe ich mich selbst untertroffen irgendwie. Gut, mir tut jetzt aber auch der Hals weh vom Quatschen. Dementsprechend würde ich sagen, ich gebe für heute auf, einfach. So. Ich bin gespannt, wem von euch mein Problem aufgefallen ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach jetzt in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin. Tschüss.